Hier gibt's was fürs Auge und fürs Herz. Das Kurzfilmfestival 20 MinMax in Ingolstadt. Zum 6. Mal präsentieren internationale Künstler ihre kurzen Meisterwerke dem hiesigen Publikum. Kein Film darf länger als 20 Minuten dauern. Für Ingolstadt ein Festival mit großer Bedeutung. Das Kurzfilmfestival 20 MinMax bedeutet für Ingolstadt ein Fenster zur Welt. Da können Zuschauer aller Altersgruppen, jeglicher Berufsgruppen und Kulturkreise hier Kurzfilme, internationale Kurzfilme auch aus Deutschland, aber wirklich aus der ganzen Welt sehen und die Atmosphären, den Humor, die Stimmungen genießen, die man sonst hier an der Donau nicht so sehr findet. Wer was fürs Auge kreiert, möchte auch wissen, wie das beim Zuschauer ankommt. Ob Kanada, Russland, Österreich, für die Schöpfer der Filme war der Weg nach Ingolstadt nicht zu weit. Denn im persönlichen Gespräch kann man seine Werke und Inspirationen am besten erklären. Meine Ideen kommen aus dem Leben. Ja. Und ich versuche umzusetzen und zu vermitteln, was mich berührt, was mich bewegt. Bei meinem Film geht es um ein älteres Pärchen. Der Mann offenbart der Frau, dass er eine andere hat. Eigentlich war die ganze Sache improvisiert. Ich habe den Schauspielern eine Ausgangssituation gegeben und eine Endsituation. Und dazwischen hat das Leben sozusagen die Geschichte erzählt. Audi ist stolzer Partner des Filmfestivals, bei dem in diesem Jahr vom 21. bis zum 25. Mai jeden Abend 13 Werke aus den verschiedenen Genres gezeigt werden. Volles Programm fürs Auge und fürs Herz.